Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Euro Truck Simulator. So, wir wollen weiter Richtung Skandinavien rauf, das war ja unser Ziel. Wir sind aktuell in Budapest in Ungarn. Und jetzt gucken wir mal schnell, ob uns... Oh. Da kommen wir sogar in einem Sprung hin. Für 42. Aber da gefällt mir ehrlich gesagt der Anhänger nicht. Ich würde das schon machen. Aber ich würde ja gerne über die Slowakei vielleicht rauf. Dass wir wenigstens einmal ein bisschen im Osten waren und von dort aus rüber. Das wäre so mein Ziel gewesen. Für 24.000 nehme ich aber auch ganz ehrlich dieses Ding ganz genauso. Das Ding sind 650 Kilometer. Das werden wir nicht in dieser Folge schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber den nehmen wir trotzdem mit. Den nehmen wir trotzdem mit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan. Ne? Ich glaube, viele von euch sind ja auch ein bisschen... Die freuen sich auch einfach so über... über eine gemütliche Runde Euro Truck. Ja, ich persönlich bin da ja ganz bei euch. Ich muss sagen, mir macht dieses Spiel vom Entspannungsgrad her schon, wenn es mal nicht total durcheinander alles läuft, macht mir das schon enorm viel Laune und wahnsinnig Spaß, weil es halt einfach so gemütlich ist. Und ich glaube, viele von euch sehen das ähnlich. Die finden dieses Spiel ja auch wahnsinnig gemütlich, wahnsinnig entspannt. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Magie der ganzen Sache. Wir holen jetzt mal kurz unseren riesengroßen Pott hier ab und fahren dann weiter. Wie gesagt, 10 Aufträge in Skandinavien, gerade in Schweden oben. Die werden wir versuchen, noch bis zum Ende dieses Events zu erfüllen. Nicht mehr heute, also in dieser Aufnahmesession, dafür vielleicht in den nächsten. Ich versuche halt jetzt so möglichst weit nach oben zu kommen, damit wir dann im Stream vielleicht mal diese Aufträge angehen können. So die Idee dahinter, ja. Ob es nun was wird, wir werden sehen. Aber ganz kurz, eine Sache muss ich nochmal machen. So. Ich habe noch gar kein richtiges Bild von meinem LKW gemacht, fällt mir so ein. So in, richtig in Tageslicht und so weiter, ich noch nichts gehabt. Gut, okay. Wir sind ja auch mega stabil mit dem LKW. 850 PS ist jetzt auch nicht wirklich langsam. Ja, muss man auch dazu sagen. So, da sollen wir hin. Da hinten sollen wir das Ding abholen. Da hinten steht er schon für uns bereit. Wir fahren eine kleine Runde von hier an. Sollte so eigentlich ganz gut gehen, oder? Und auf geht's. Ab geht er. Was haben wir geladen? Mal kurzer Checkup. Wir haben Benzin geladen. 21 Tonnen Benzin und sollen das in 6 Stunden abgeben. In 6 Stunden für 600 Kilometer. Das ist ordentlich. Das ist schon nicht schlecht, meine Lieben. Und jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Wir sollen in 4 Stunden schlafen. Das bedeutet, wir müssen diesen Auftrag zwangsläufig erfüllen, bevor wir hier zur Nacht uns begeben. Ja, das ist so der Deal des Ganzen. Wir sollen den Sprit quasi abliefern, noch bevor wir uns hinlegen. Das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen mit Druckdrall unmöglicher Geschwindigkeit fahren. Wir kriegen dafür 21.000. Das ist schon mal nicht wenig. Sollen aber nicht vergessen, dass wir hinten drin einen riesen Haufen Benzin haben. Das heißt, wenn uns irgendwann mal was passiert, dann gehen wir in einem gigantischen Feuerball auf. Nein, natürlich nicht. Als ob wir jemals schlecht fahren würden. Also ich. So, jetzt sehe ich die Ampel schlecht, aber das glaube ich kriegen wir hin. Gucken wir mal. Die leuchtet noch rot, ne? Ja, jetzt geht's ab. Auf geht's. Schon möglichst schnell raus hier mit dem ganzen Benzin. So, 50 km/h versuche ich zu halten. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach um hier wirklich gar keinen Stress aufkommen zu lassen.
schwappt schon ganz schön von hinten, du. Wenn die Eisen gehst. Gut. Auf geht's. Wie gesagt, möglichst schnell raus aus der ganzen Geschichte. Und ich versuche jetzt auch wirklich viel mit Tempomat zu fahren. Einfach um zu vermeiden, hier irgendwo in einen Blitzer oder in eine... Ja... Genau, Händler entdeckt. Ach, cool. Wenn halt irgendeine Bredouille reinzukommen, das will ich einfach wirklich nicht haben. Hinten wäre auch noch was, aber ganz ehrlich, wir müssen hier wirklich mit Speed fahren und dann nehme ich diesen Schlenker jetzt einfach mal nicht mit. Wir wissen beide, also du und ich da draußen, wir wissen, dass es eigentlich gut wäre, so viele Agenturen für Arbeit wie möglich zu entdecken. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Personal eines Tages mal brauchen könnten, wenn die besser sind als beispielsweise die wir schon haben. Generell lasse ich da keine Gelegenheit aus, eine Agentur zu entdecken, aber bei 6 Stunden Restzeit müssten wir jetzt wirklich 100 Kilometer in einer Spielstunde schaffen. Ja, in einer Echtstunde. Das sollte kein Problem sein. Ja? Normalerweise ist das echt kein Act. Diese 6 Stunden sind wirklich easy. Aber wir müssen es halt machen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. So. Das ist Blitzerzone. Sehen wir jetzt hier mal einen Blitzer? Vorne stehen die Kästen, die Schweinebären. Da sind sie. Nein. Die haben mich vorhin erwischt. Also in der anderen, von der anderen Seite. So, 80. Bis wir auf der Autobahn sind oder richtigen Autobahn. Ich weiß nicht, ob es sowas tatsächlich hier gibt. Da ist ein Stoppschild. Mother of God. Wir sollen hier drüber fahren. Echt jetzt? Coolen Kumpel! Das kann dauern. Von rechts schaut es ganz gut aus, aber von links kriegen wir gerade echt Mörder die Probleme rein. Okay. Schaut gut aus. Kriegen wir hin. Okay. Weiter geht's. Oh, ein Ballon. Wie cool. So, hier ist 70. Oder? Nee, 80. Wir werden hier nicht den Damen und Herren von der Polizei hier ins Gerät fahren. Rüber. War schon immer eine coole Idee, der Polizei hinterher zu fahren, ne? Neue Überholverbote, ist klar. Dann kommt eine fiese S-Kombination. Das sollte uns jetzt eigentlich nicht weiter tangieren irgendwie, finde ich. Davon haben wir schon wieder so ein blödes Vorfahrt 8 Dings da. Okay. Oh, ich krieg den LKW nicht hoch. So, 70 hier. Lass mal einen Tempomaten das Gequäle hier machen. Vorne müssen wir links. Meine Lieben, ich weiß natürlich, die 6 Stunden Echtspielzeit und 6 Stunden Ingame-Spielzeit sind ein faktischer Unterschied, ja. Aber ich möchte hier gerade so ein bisschen diesen Realismusgrad mitnehmen, ja. Und sagen, wir haben 6 Stunden Zeit, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist ja nicht viel dafür, dass es so viele Kilometer sind. Und deswegen habe ich mich dafür ein bisschen entschieden, da so ein bisschen dieses Real Life, diesen Realismusgrad hier mitzunehmen. Und zu sagen, wir haben Stress, wir haben Druck, wir müssen das erfüllen, sonst wird's knapp.
Und diesen Druck möchte ich auch ein bisschen mit einfangen. Aber ihr habt natürlich alle recht, die in den Kommentaren jetzt geschrieben haben, Zwergi, echte Stunden und Spielstunden sind ein Unterschied. Ist klar, weiß ich. So, hier geht's über die La Grenza. Das ist ein Grenzübergang, echt jetzt? Hi. Und jetzt sind wir hier eins weiter. Cool. Das ist ja auch schön hier. Solche Landstraßen liebe ich über alles. Ich mag die so gerne. Ich finde das so schön, hier so lang zu kurven. Völlig entspannt und gemütlich. Habe ich letztes Jahr auf dem Wohnmo-Urlaub, also Wohnmobilurlaub, war das auch so schön. Da haben wir auch solche Landstraßen gehabt. Upala. In die Landschaft verliebt. Ja, und das war einfach auch so schön, da lang zu fahren. Das habe ich so genossen. Das einfach auch an so einem Tag wie heute war, jetzt auch im Game. Ja, es war strahlender Sonnenschein, es war schön, es war warm, so ein bisschen zumindest. Und ich fand das so angenehm. Wir holen uns gerade die Police? Nee. An der Stelle wird kein Mensch überholen. Ja, doch, ein paar würden überholen. Aber das ist der typische Darwinismus. Wenn du nichts siehst, sollst du einfach nicht überholen. Das war schon immer ein Grundsatz, der, glaube ich, nie verkehrt war. So, hier dürfen wir auf jeden Fall schneller fahren. Ein bisschen zumindest. Dürfen wir echt 90 fahren? Tatsache. Habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir hier 90 lang dürfen. Nö, dann. Gib dem Zwerg, hä? Mit Sprit geladen und 90 Sachen durch die Prärie bin ich dabei. Ist schon ganz schön schnell, muss ich sagen. Also es fühlt sich auch sehr, sehr schnell alles an. Wenn es schneller wird, orientiere ich mich immer mittig der Straße. Was vielleicht nicht die beste Idee ist, die ein Zwerg jemals haben könnte. Aber 90 empfinde ich hier als Lichtgeschwindigkeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die ist 80. Und ich weiß auch warum. Der Axt. Schnell. Und hier ist 50. Und rein in die Bremse. Sieht gut aus. Ja. Okay, an dem ein, also in die an so T-Kreuzungen da reinzugehen, das muss ich echt noch einen Ticken üben. Also da bin ich noch wirklich nicht gut. So, und hier ist jetzt 80. Auf geht's. Aber ganz ehrlich, also von der Landschaft her, wirklich Going East, der DLC, der wirklich mit Abstand am schönsten ist, finde ich, auch noch weit, weit, weit vor Bella Italia. Zumindest von dem, was ich jetzt sehe. Wie Skandinavia ist, weiß ich noch nicht. Ja, kann natürlich auch sein, dass Skandinavien noch viel schöner ist als es Going East. Oder werde ich mich noch nicht abschließend zu festlegen. Weil da war ich ja noch nicht. Aber da will ich hin. Und da will ich jetzt hin. Wir sind quasi schon auf dem Wege dorthin. Auch wenn ich hier fahre wie ein Henker, mit so viel Benzin könnte es auch der letzte Weg sein, den wir jemals fahren. Aber gut. Hier müssen wir abbiegen. Ziehen wir uns den Tonner rüber und jetzt kommen wir endlich mal wieder auf eine Autobahn. Oder zumindest in dem Fall auf eine Kraftfahrzeugstraße. Ah nee, da brauchen wir gar nicht rüber, ne? Hier dürfen wir 90 fahren.
ich finde das eigentlich eine sehr, sehr akzeptable Politik hier mit 90. Das ist okay. Ich meine, 80 ist jetzt auch nicht lahm, ne? Aber 90 geht ja schon mal einen ganzen Ticken schneller. Gucken wir mal schnell. Restzeit 6 Stunden. Nächste Pause in der Stunde. Ob wir die Pause mitnehmen sollten. Auf 400 irgendwas Kilometer. Hätten wir noch 7 Stunden Fahrzeit, theoretisch. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Weiß ich noch nicht. Oh, das ist ja schön hier. So richtig hübsch gemacht. Ein bisschen auf der Bremse gerade, weil das echt gefährlich ist, wie die hier fahren. Oder wie ich hier fahre? Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, ich habe das Radio gerade mal ausgemacht. Ja, muss ja auch mal drin sein. Wir mal gucken, ob wir noch einen entspannten Radiosender finden auf dem Weg. Ja. Aber ich glaube, die nächste Geschichte machen wir in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Und ich wünsche euch einfach mal was. Und bis zum nächsten Mal. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Ciao.